und haben uns dann überlegt, vielleicht können wir was entwickeln, was die Menschheit braucht. Ein bisschen Ideen gesammelt, verrückte Sachen und sind dann auf tatsächlich auf VR-Brille gekommen. Alle spielen Computerspiele, junge Leute sind da immer zugange und dann haben wir überlegt, könnten wir sowas bauen? Haben wir das Handwerkszeug dazu? Und tatsächlich hat sich das Institut für Messregel und Mikrotechnik, an dem wir studiert haben, mit Kameraerfassung, mit Kameramesstechnik ja beschäftigt. Wir haben das im Studium gelernt, wir haben es umgesetzt, wir konnten ein selbstfahrendes Auto bauen. Ja, dann probieren wir doch mal eine VR-Brille zu bauen, die also praktisch ein Mensch, der im Raum von der Kamera getrackt wird, erfasst wird. Und dann ist es passiert, wir haben zwei Kameras gefunden im Labor, wollten da damit natürlich ganz einfache Geometrie, zwei Kameras erfassen einen Kopf von einem Menschen, eine VR-Brille bauen. Leider hat ein Doktorand bemerkt, dass wir zwei gute Kameras gefunden haben und eine brauchte er, hat uns die leider weggenommen. Dann war noch eine übrig und eigentlich kann man mit einer Kamera kein Objekt im Raum so erfassen, dass die Position und die Orientierung getrackt gemessen werden kann. Aber wir haben gesagt, naja, probieren wir es einfach mal. Heraus kam dieses messtechnische Verfahren für die Raumbrille und unser Professor hat damals auch gesagt, also eigentlich ist es schon fast eine Erfindung. Und dann haben wir es auch beim Marken- und Patentamt eingereicht. Das war 2014 und jetzt kam die positive Rückmeldung. Der Beschluss wurde gefasst, das Patent wird erteilt. Ja, wir haben uns natürlich ganz früh gefragt, was machen wir eigentlich mit unserer Erfindung? Was machen wir mit unserem Vorsprung? Wir waren ja vor dem Silicon Valley dran. Wir hatten eine VR-Brille verkaufsfertig und haben die an Dutzende von deutschen Firmen verkauft und installiert. Und die wurden in den Realbetrieb genommen, als man im Silicon Valley noch nicht mal einen Prototyp hatte. Haben wir uns natürlich gefragt, was machen wir da damit? Haben dann aber sehr schnell gemerkt, okay, Serienproduktion erfordert Produktionskapazitäten, hohes Risiko, Invest von Geld. Man muss Geld in die Hand nehmen und eine große Produktion aufbauen. Und dafür muss ich an hohe Stückzahlen denken und dann muss ich in den Gaming, in den Consumer-Bereich. Und dann muss ich Brillen zum Kampfpreis bauen. Ja, es war natürlich uns schon klar, dass eine Brille für 20.000 oder auch für 5.000 Euro langfristig am Markt nicht funktioniert. Die muss 200 Euro kosten. Aber das wollten wir nicht und wir sahen uns auch nicht in der Konsumerbranche. Wir wollten B2B machen, wir wollten Unternehmen ausrüsten, denen helfen und haben dann für uns entschieden, die Hardware nicht zu produzieren im großen Stil, sondern einen Schritt weiter zu gehen, nämlich in den Nutzen. Was habe ich eigentlich von dieser Technologie? Wie wende ich sie an? Und haben die Software entwickelt. Und das ist jetzt natürlich nicht im Patent, aber 2016 haben wir die weltweit erste Software für virtuelle Ausstellungen auf den Markt gebracht, die mit allen Brillen kompatibel ist und die auch vielfältige Visualisierung unterstützt. Und haben gesagt, gut, dann schließen wir die anderen Brillen alle an, die jetzt auf den Markt kommen. Haben uns auch gefreut, ja, dass natürlich die Entwicklung, die natürlich aufwendig und teuer ist, von den anderen vorangetrieben wird. Ganz ehrlich, ich bin noch mit keiner einzigen Brille, die heute am Markt verfügbar ist, zufrieden. Ja, also keine der VR-Brillen, die ich heute aufsetze, hat den Zustand, den ich mir vor 5 Jahren gewünscht hätte. Entweder ist die Auflösung zu schlecht, das Tracking nicht gut genug, die Handhabung, der Akku, Tragekomfort. Also wir sind ja immer noch nicht da, wo man eigentlich sich im Science-Fiction sich das vorstellt. Wir haben uns sehr stark im Bereich Software weiterentwickelt und dann auch Richtung Raumerfassung. Also zwischen Räume aufnehmen in 3D und den Räumen messen. Ja, als wir die VR-Brille entwickelt hatten und erfunden hatten, haben wir natürlich ganz, ganz schnell gemerkt, ich kann zwar was anschauen, eintauchen, immersiv erleben, aber was denn? Also wo kommt der Content her, der Inhalt? Ohne 3D-Content, den man in VR präsentieren kann, geht es ja gar nicht. Es haben ja viele dann auch gesagt, wow, jetzt kann man bald jeden Film so rundum anschauen.
Nee, eben nicht, weil ja nur eine Perspektive, die Kameraperspektive im Computer erstellt wird und nicht alles. Und deshalb haben wir sehr früh gemerkt, das Ganze bringt wirklich nur was, wenn ich Inhalte erstellen kann. Wir haben dann 2016 eine sehr spannende neue Technologie entdeckt, nämlich die 3D-Fotografie oder Rundumfotografie mit solchen 360-Grad-Kameras, die in alle Richtungen gleichzeitig fotografieren, kann man eben Räume digitalisieren, einen digitalen Zwilling davon erstellen, den ich ja natürlich wieder in VR oder überhaupt in 3D-Räumen nutzen kann, in unserer 3D-Software. Und deshalb haben wir uns auch in dem Bereich spezialisiert. 3D-Showroom heißt bei uns alles, was mit virtueller Ausstellung, mit Referenzräumen, mit Beratung zu tun hat. Da suche ich mir ein wunderschönes Badezimmer aus, da habe ich tolle Objekte zum Anschauen. 3D-Workroom heißt bei uns die Baustelle. Da arbeiten Menschen, die setzen was um. Da wird Baustellen, Dokumentation und Kommunikation betrieben. Und in diese beiden Bereiche kann man es einordnen. Ja, ich suche gerne immer den Vergleich, den historischen Vergleich. Schreiben wir in 10 Jahren gar keine Briefe mehr, brauchen wir keine Schreibmaschine mehr, brauchen wir keinen Überweisungsträger mehr, den wir ausfüllen und bei der Bank in den Tresor schmeißen. Ja, haben wir alles nicht mehr. Wir machen heute Online-Banking, wir schreiben keine Briefe, sondern E-Mails und wir kommunizieren in Echtzeit mit WhatsApp. Ist unser Leben deswegen schlechter geworden? Gar nicht. Sondern es hat uns bereichert und hilft uns. Und deshalb 3D, virtuell, Augmented Reality, das sind alles keine Dinge, die was abschaffen, sondern das sind alles Technologien und Hilfsmittel, die uns in Zukunft das Leben einfacher machen. Und wenn wir dann in ein Kaufhaus gehen oder auf eine Baustelle gehen und mit diesen Technologien schneller sehen können, was man machen könnte oder was man dort machen muss, dann ist es einfach ein Hilfsmittel und eine Bereicherung. Und in 10 Jahren werden wir von dieser Technologie in vielen Lebensbereichen stark profitieren. Also da bin ich ganz felsenfest davon überzeugt.